Hast du Erwartungen? Hast du Erwartungen an Gott, was er mit deinem Leben tun möchte? Was er mit deinem Leben vorhat? Oder hast du keine Erwartungen? Viele Christen haben keine wirklichen Erwartungen, dass Gott mit ihrem Leben einen Plan hat. Es ist zwar etwas, worüber sie nachdenken, aber was nicht wirklich verankert ist. Und sie leben so mit dem Status quo dahin und sind zufrieden mit dem, wie es schon immer war oder dass sie gerade durchkommen. Oder sie sind unzufrieden. Unzufrieden, weil die Situation sich anders entwickelt hat. Es ist alles anders gekommen, als man erwartet hat. Wenn alles anders kommt, gehen die meisten in eine Unzufriedenheit, in Murren, in eine Rebellion, in eine Vorwurfshaltung, dass Gott es mit ihrem Leben nicht gut gemacht hat. Ich habe in der Bibel ein gutes Beispiel gefunden, was mir auch immer wieder hilft, dass wir nicht abweichen von dem, was Gott mit unserem Leben vorhat. Mit dem, dass meine Erwartungshaltung an ihn wirklich gehalten und sogar angefeuert wird. In Lukas 2 lesen wir zwar wenige Verse, aber dennoch etwas über das Leben von Hannah. Ganz wenig Aussagen, dass sie 7 Jahre verheiratet war, dass sie keine Kinder hatte und eine Witwe gewesen ist. Eine Witwe hatte zu dieser Zeit keine Versorgung. Und trotzdem beeindrucken mich immer wieder 2 Aussagen, die wir in der Schrift finden. Sie wich nicht vom Tempel und diente Gott. Sie wich nicht vom Tempel. Und als sie das Jesusbaby sah, da redete sie zu allen in Israel von dem kommenden Erlöser, auf den sie und alle in Israel warteten. Das ist meine Perspektive. Ich will nicht zurückweichen, wenn die Dinge sich in meinem Leben anders entwickeln. Ich will nicht aufhören, dem Herrn zu dienen. Ich will immer wieder bereit sein, eine neue, grundsätzliche, tiefe, innere Entscheidung zu treffen. Trotzdem, dennoch bleibe ich an dir. Von Petrus lesen wir: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das ist das Zeugnis von Petrus. Das war eine tiefe innere Erkenntnis, die er hatte. Und die will ich hochhalten, die will ich achten, die will ich tief in mich einpflanzen, dass sie Wurzeln schlagen kann, dass sie Frucht hervorbringt. Frucht von Gott zu erwarten, dass er das Beste mit meinem Leben vorhat. Dass ich treu an ihm dranbleibe und dass ich ihm diene. Ich wünsche dir, dass diese Erwartung tief in dir ankert und dass du sagst, Gott hat mehr für mich.